So, und los geht's wieder. Wieder eine neue Runde Euro Truck Simulator 2. Wir sind noch in Spanien, Bilbao. Und da habe ich jetzt ein nettes Teil gefunden, das wo nach Frankreich zurück muss. Nicht weit, nur über die Grenze. Nach Pau heißt das, glaube ich. Moment mal. Genau, Pau. Und ja. Das will jetzt, dass wir das rüberbringen. Ja, und das machen wir noch glatt. Mit unserem Volvo. Das Teil hat wie viel? 39 Tonnen. Das ist genau richtig für unsere Zugmaschine hier. Mit 750 PS, da kann ich immer ein bisschen ausspielen. Und ja, legen wir los, ne? So, wollen wir mal sehen. Motor an. Und was haben wir noch? Gang rein, Handbremse los und ab geht's. Ja. Ah, jetzt muss ich das sehen gerade. Ich habe nur die FPS-Anzeige unter. So, die können wir wieder raus machen. Momentle. Die machen wir kurz raus. Overlays, FPS-Zähler aus, zurück, okay. Abschuss, weg ist er. So, war vorher nur mal zum Testen. Ich habe ein paar Sachen zurückgeschraubt, ein, zwei Sachen. Hauptsächlich die Spiegel, haben wir die Performance heruntergezogen, habe ich gesehen. Ja, muss ich schauen, also muss wahrscheinlich doch eine andere Grafikkarte her, aber jetzt im Moment tut sie noch. Die ist für alle anderen Spielereien jetzt noch halt für Euro, ja. Wie ja, immer. Ja. So sollte es eigentlich gehen. Schauen wir einfach, dass wir das Teil hier dorthin kriegen, wo es hingehört. Wo muss ich eigentlich hin jetzt? Wieso sagt der dahinter hin? Hallo? Geht's dahinter raus? Das kann nicht sein. Oder? Tatsächlich. Alles klar, Junge, du hast recht. Ich liege falsch. Dann drehen wir hier um, ne? Da haben wir doch gerade so schön Platz. Da drehen wir schön um hier. Und dann fahren wir da runter. Ich wusste jetzt gar nicht, dass es da runter geht. Aber okay. Machen wir alles. Ah, kommt Eisenbahnschiene. Jawohl. So, jetzt haben wir einen Kreisverkehr. Ups, Motorradl. Nehmen Sie da einmal rum. Was ist das für ein Kreisverkehr? Ah, ich liebe diesen Art von Kreisverkehr. Da kann ich einfach wieder drüber fahren. Cool. So. Sieht es denn hier aus? Hier. Ja, der braucht die ganze Straße. Ja. Da müssen wir ein bisschen ausholen, aufpassen. Aber, ja. Allzu lang ist er nicht da, also müssen wir im Kreisverkehr. Oh, jetzt kommen. Oh, ja. Wieder arbeitsledige Busfahrer. So, und dann lass mal sehen. Nächste hier raus. Was stehst du da, Knödel? Geh weg. Oh, was macht denn der Busch da? Ja, spinne ich denn da? Und ich muss jetzt hier ab. Liegt ja nur mal ein Busch auf der Straße. Ja, geht's noch? Geht's jetzt noch? Hallo? Ich glaube, ich spinne, oder?
Ja, aber hinter mir steht. Was soll denn das jetzt sein, Alter? Ach je. Yeah. Ja, klasse, der kommt eigentlich da hoch. Na, was ist das jetzt schon wieder? Leute, muss ich dahinter weg. Ja, jetzt geht er auch da hinten weg. Das ist der Katastrophe. Ja, die 40 Tonnen sind selbst für den Lauf. Ich habe extra jetzt. Habe ich nicht Allradlo? Ich habe noch Allradlo. Kein Allrad? Wieso habe ich kein Allrad? Shit. Ach ja. Okay, noch was anderes. Das war zu weit. Ja, da kommen wir auch nicht raus vorbei. Muss ja kommen wir vorbei. Au. Oh. Nur die Hochzollträger. So. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier hochkommen. Ach, das ist doch kacke, Mann. Cool. Wo kriege ich jetzt? Ah, das ist ja echt übel, da. Und eigentlich keine Werkstatt. Was haben wir denn hier? Da ist keine Werkstatt. Da ist auch keine Werkstatt. Doch, wo haben wir hier? Da hier ist eine Werkstatt. Ach komm, ne, oder? Oh. Mann, echt kacke, du. Okay, pass auf, müssen wir das anders machen. Ja, müssen wir anders machen, ne? Also. Was haben wir jetzt verpennt? Ich dachte eigentlich, es geht, aber ne. Ja, mach halt. Ich dachte, ich hätte ein Allrad nochmal. Jetzt kein Allrad nochmal. So, jetzt lassen wir schauen. Wartung, reparieren, raus, Aufrüstung. Was haben wir denn? 6, 4 mal 2. Ah, da tut er alles wieder weg. Epiporado. Egal, muss sein. Muss sein. Da haben wir ja den Euro 5 Motor haben wir schon drin. Wir haben das Allison Getriebe drin. So, wie sieht's denn aus?
unsere Lackierung wieder. Komm schon. Fanribbon, jawohl. Dann haben wir noch, das haben wir, das bleibt. So, Reifen Hinterachse. Michelin Multiway. Und als Felge die Dark Silver. Also mal gucken, wie haben wir da Dark Silver, ja. Genau. Ich glaube, das war's jetzt mal. Ne? Jo. Und wie kommen wir jetzt da wieder? Hallo? Jo. So, jetzt haben wir schon mal Zeit verblödelt. Mit diesem. Ups. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Hallo? Ihr Schatz, Jungs, oder? Wer kommt denn auf solche Idee, du? Kommen wir da weg? Da kommt. Oh, man kann ja nicht mal umdrehen hier. Jetzt hier versucht, ganz ausholen und dann hier rum. Musst du jetzt auch noch, du Knödel, du? Ja, du Arschgesicht, also würde ich gerade sagen. Jawohl, fahr zurück, komm. Jetzt hast du es kapiert, jawohl. Zurück. Also, geh doch. Meine Fresse, du. Himmel, Herrgott, du. So, jetzt bin ich mal gespannt. Zum einen, ob man das noch rechtzeitig hinkriege. Jetzt war ich doch der Meinung, die 40 Tonnen sei kein Problem von der Volvo hier. Na, wenn ein Malrad hätte ich knödelt. Oh, weia. Thank you.
Schirm. Es funktioniert. Und jetzt müssen wir hier raus. Diese blöde Büsche da auf der Straße, du Alter, das wird ja nicht klar. Ich muss ja doch nur auf Handschaltung übergehen, wenn das so weitergeht hier. Aber dafür habe ich ja Automatik. Und das ist ja die teuerste Automatik. Ja. Ach Gott, aber der Motor aus, du, das darf ja nicht wahr sein. Ja. Mach jetzt das Ding auf. Ich glaub's ja nicht da. Machst du jetzt auf hier? Gibt's ja wohl nicht, du. Also, das ist jetzt aber Oberkante, du. Hinter mir steht auch da. Machen wir das blöde Ding wieder hoch, Dana. Ich glaub's ja nicht, du. Hinter mir weg. Aber schiebe ich ja über das. Er spürt ich einfach. So, jetzt mach auf. So. Oh nein, also ich glaub's ja echt nicht, du. Ich glaub's echt nicht, ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Ja, ja, jetzt ruft der Kunde wieder an. Wo muss ich jetzt hier runter? Leute, ihr spinnet ja. Also wie kann man denn solche Dinger designen? Aber ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe es echt nicht. Nein, ich bin nicht da. Ach, wieder zurück. Nee, oder? Zum Dreh oder was? Was soll denn das jetzt? Hä? Ach je. Aber das geht mir jetzt aber. Das ist ja wohl ein Dreck hier. Ja, wieso in der Dreh? Auf der Autobahn Dreh oder was? Alles klar, dann machen wir das mal auf. Einmal eine Drehung. Wo war das mit einem Auto? So. Okay, das hat wieder zurück, ne? Meine Hand, ich glaub's nicht. Das ist alles toll hier. Heavy. Dieses. Was ist denn das? Das ist wieder Grafik jetzt wieder. Das Promos ist ja toll, also diese Trailer sind ja toll, diese Schwerlast-Trailer sind alles toll, aber das passt nicht zusammen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Verstehe nicht. Ja, ist halt offene Architektur, jeder Kaschbuch kann was machen. Entschuldigung, kann ich so sagen. Aber, ja. Ja, wieder die Bäume da in der Straße drinnen. Einfach nicht sauber designt. Nicht sauber gemacht. Und wieso schlägst du jetzt hier vor mir rum, du Kasper? Ach, gehst du links rüber, ja, von mir aus. Dann mach das. So, trink erstmal einen Kaffee. Ja, Schnaps brauche, aber egal.
auf jeden Fall, jetzt sind wir unterwegs. Mal sehen, was als nächste Hürde kommt. Aber wie gesagt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, da geht es auch ziemlich steil hoch und dann bleiben wir in eine blöde Baum auch noch hängen. Sonst wäre er ja hochgekommen, aber der hat den nicht da hochgebracht. Weil der durchdreht. Und hier war jetzt wirklich der Meinung, hier hat ein Allrad. So, ich sag mal, gucke, kann man das irgendwo. Ist 6x4 schon okay, das sind 6, 4 angetriebene Räder, so hätte ich jetzt gesagt. Oder? Ich weiß es wirklich nicht. Also muss man das echt noch mal zu Gemüte führen. Ne? Ich muss mir das mal anschauen. So. Tja, PS ist nicht alles. Und dann bei der Mautstelle. Ja, da kommst du erst nicht weg. Und dann rollst du ein bisschen zurück. Und dann macht die Schranke zu. Macht nicht mehr auf. Das fand ich ja so toll. Dachte, ich könnte sie ja umfahren, aber auch das hat nicht funktioniert. Okay. Ach, was ein Mist. Ich dachte, es wäre einfache Fracht von A nach B. Ja, von wegen. Von wegen. Läuft ja gerade wunderbar. Jetzt müssen wir nur schauen, jetzt wo wir hin müssen denn. Okay, wir bleiben hier Richtung San Sebastian. San Sebastian und dann. Ah, hier sind wir ja schon ein Pau. Jo. Okay. So, lass mal das sehen, was steht denn da jetzt drin? Oh, jetzt wird er wieder schnell. Uiuiuiui. Langsam, 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 wo müssen wir denn hin? Wunderbar, alles klar. Da schiebe die 40 Tonnen Gewicht und mein lieber Scholli. Okay. Vorwärts mit dem Auflieger, dann nein. Und rückwärts kommst du gar nicht raus, da kannst du gar nicht so ausweichen. Ja, dann musst du auch noch Turner anfangen. Naja. So, jetzt war schön langsam hier.
Sinn. So, wie sieht's denn aus? Wir müssen nach. Okay. Geradeaus, jawohl. Jawohl, jetzt kommen wir an die Grenze. Uff, das ist ja ein Aktor. So, jetzt sind wir wieder in Frankreich. Und da kommt noch die erste französische. Was ist das? Mautstation? Zoll? Keine Ahnung. Sieht aus wie Maut. Ja, ist Maut. Die Maut. So, Zahlen. Hochmann, durchfahren. Steckst her, du. Das ist doch ein Schlawiner, oder? So, wo müssen wir jetzt hier raus? Oder? Nee, nein, da. Uff. Das wäre echt. Nein. Oder? Doch, ja. So viele Straßen übereinander, du, da warst du halt zum Elchmann. Was willst du da? Geh jetzt weg hier. Diese Rechtsüberholerei da, das ist eine Katastrophe. Müsste jetzt bald das Pau kommen. Oder wie auch immer das Ausspiel. Pau, Pau, Pau. Wie auch immer. Ortes. Das ist jetzt schon wieder so. Ah, die. Ah, jetzt haben wir ein Pau. Okay. Die ist jetzt zum Glück schon wieder. Also. Ah, unglaublich dann. Boah, was ist das jetzt schon wieder? So
zur Schmalstraße wieder. Masupido. Gut, Mann. War schon Busch oder irgendwas da. Jo. Okay, da unten wieder hinhaben. Das sieht so aus, wenn wir hier drehen könnten. Ja. Da drehen wir. Müssen wir hier rumkommen, jawohl. Na geht doch, Gott sei Dank geschafft. Du. Da kriegst du die Krise. Du. Na, jetzt werden wir gespannt, was er uns abzieht. Ah ja, klar, verspätet. Abzug Schäden, Abzug Unfindigkeit. Naja, hält sie im Rahmen. Ah, kurz vor 21. Alles klar. Naja, machen wir beim nächsten Mal besser. Ne? Bis dann. Bye bye.